Uff, so. Was ist mit dem Licht aus? Au! Ezio, ich stieß mir den Knie an die Kehle. Auditore. Ich höre einen Hund in dem Spiel, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag das nicht. Mach es weg. Los, Plötze. Ich denke mal, das ist besser, wenn ich das Fahrzeug nehme hier. Als wenn ich jetzt zu Fuß dahin renne. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Checkpoint. Wenn man nicht alles selber macht. Gebäude renovieren. Nicht du, du Depp. Du scheiß Pferd, ey. Kaserne. Nach der Renovierung von Bartholomäus Kaserne verfügen die Söldner über eine markante Präsenz in Rom. Was ihnen beim Kampf gegen Borgia zugutekommt. Natürlich wollen wir das ausbauen. Ezios Imperatorin Kaserne ist jetzt fertig. Die Flaggen standen gerade ganz in der Luft. Ach, der hat sogar. Und ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. So ist dieselbe Tafel wie im Bordell, ne? Das wollte ich nur mal anmerken. Ezio. Wo ist Bartholomäus? Unten bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehmt diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Checkpoint. Spiel schon wieder so leise. So, volle Synchronisation, yeah. Roms Einkommen ist auf Maximum gestiegen. Ab sofort können die Kämpfe in der Kaserne zur Verfügung stehen. Besucht den Tauben und Schläge, um Auftragsattentate zu bekommen. Die Renovierung von Gebäuden steigert das Einkommen. Besuchen Sie die Bank, um die Gewinne abzuheben. Funktioniert. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Ich hätte gerne dieses Gebiet da freigeschaltet. Deswegen kam ich da auch nicht hin, weil das war ja noch nicht frei. Oh ja, ich dauere mal flach.
Machen wir auch gleich vielleicht. Ah, in der Luft. Kolle unaussprechlich. Der unaussprechlich südöstlich des Stadtzentrums ist eine der 7 Hügel Roms. Auf ihm wurden Gräber aus dem 7. und 8. Jahrhundert Fuz gefunden, was die Theorien bestätigt, dass es dort vor der Assimilierung durch die Römer bereits eine Siedlung der Sabiner gab. Konstantin I. ließ auch seine üppige Privattherme errichten, obwohl davon nur wenig Zeichnungen erhalten geblieben sind. Warnung! Sie betreten den Arsch! Töten Sie ihn! Dann ist er dein. Ich muss auch mal. Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen einen Assassinen. Ist das schon gehen. Alles? Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Borgia, Borgia, erledigt den Schleimbeutel. Der eine ist geflogen. Schön. Forza Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! Kommt schon, ihr Forza Borgia! Kommt schon, ihr Faulen! Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs! Forza Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! Kommt schon, ihr Faulen! Oh, ihr nervt, ey, ihr kleinen Wichser! Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen ein Assassin. Forza Borgia! Kommt schon, ihr faulen Hunde, wir müssen ein Assassin gehen! Wir haben dein Widerhall und Licht und für den Ruhm. Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Forza Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! Zeigt oh Mann, das kann nicht wahr sein. Ihr scheiß Ritter, ihr geht mir auf den Echtkeks, ne? Oh, jetzt reicht's mir. Erledigt den Schleimbeutel! Zeigt ihm die Forza Borgia! Erledigt den Schleimbeutel! Schön, die töten mich jetzt gerade. Hier da! Wartet einen Moment! Toll! Oh, ich hasse diese Wichser, ey. Das sind so unbesiegbare Kerle. Nee, jetzt hier schaut sich nicht an. Mann, hat das wehgetan. Schnell, er entkommt uns. Ich gehe besser zurück. Dann stirb. Pieks. Loslassen. Komm noch hoch, ne? Also noch hochkommen, dann kann ich sie ja weg insnacken. Mehr oder weniger, hab leider nicht mehr viel. Durchkämpft das Gebiet! Hab ihn gefunden! Da! Ich seh ihn nicht mehr. Aha! Schnappt ihn, Ragazzi! Oh. Oh. Jetzt! Oh.
Oh, ihr Penner, ey. Oh, das kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich schon wieder 4 Scheiße am Arsch. Oh, Mann, sind die unbesiegbar. Ganz ehrlich. Ezio kann nicht entwaffnen. Er kann einfach gar nichts mehr, nachdem er starb. Oh, ist das scheiße, ey. Wie mache ich das denn jetzt? Bye. 4 Stück. Ich muss 4 Kackwichser bearbeiten. Nee, Ezio, hör auf. Kurz weg. Krieg hier doch nicht besiegt. Jetzt muss ich erstmal Heilung einbetten hier. Muss ich erstmal wieder was wirken. Oh. Oh Mann. Ja, da will ich hin, da war die Bank. Boah, ist das anstrengend gewesen. Wir sind noch zu schwach dafür. Ich brauche mehr Schaden. Ich brauche mehr Durchschlagskraft. Ich brauche ein besseres Schwert. Das Schwert ist nicht gut genug. Soll hier nicht die Bank gewesen sein? Ach, da oben war sie, ups. Naja, ist ja nicht weit entfernt. Boah, 4 gepanzerte Ritter. Die kannst du auch nicht besiegen. Schwere. Achso, für diese Zweihänderwaffen, ne? Ja, das wäre auch interessant irgendwann. Umhangfirm, achso. Hm. Auch nicht so sinnvoll, ne? Der Kämmerer wird die Reinigung seiner Kleider mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Hier war doch die Bank, ne? Ja, hier war die Bank. So, schauen wir mal. Was ist denn da drin? Schon eine ganze Menge. 5000, nicht schlecht. Geld abheben. Das ist aber schon 11.000. Cool. Können wir investieren. Das bringt uns ein bisschen was, denke ich. Das kostet 1.300. Haben wir schon investiert, glaube ich, da. Investieren wir mal da. Immer in die Bank investieren. Das ist immer ein gutes, immer eine gute Lösung, um sein Geld zu mehren. Gut. 10.000. Dafür holen wir uns jetzt was Tolles. Metall wird in diesem Aus. Reparieren wir vielleicht nicht schlecht. Ich kann hier leider nichts kaufen. Waffen habe ich auch schon, ne? Nee. Gegenstand bereits im Besitz. Boah, Schaden und Schutz, ne? Zwar nicht Axt. Erfordert aber das Dicke. Offiziersschwert wäre cool. Viel Tempo. Gut Schaden. Kleine Wasser. Kleine Wasser. Kleine Messer. Wäre besser. Armbrust, kann ich mir nicht leisten. Munition, ja, Wurfmesser brauche ich mal eine Menge. Und Kugeln. Ich habe wieder alle Kugeln verbraten. Die kriege ich ja anscheinend nicht. Ja, Investition.
Die kann ich nicht investieren. Wie war denn das jetzt eigentlich? Geschäfts... Irgendwas. Wie kriege ich da diese Bonis? Wie kriege ich das denn? Kriege ich das Offiziersschwert? Das weiß ich noch nicht. Wir sind in der Nähe von Copernicus. Dann mache ich jetzt ein bisschen Story. Davon kriege ich auch Leben. Hey, reparier mir. So, dann habe ich auch wieder Leben. Euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. So, ein Copernicus ist in der Nähe. Nein, habe ich da ihm gesagt, das kann er mir nicht machen. Intelligenz. Ne. Den Gelehrten finden und dem Copernicus Brief übergeben, bevor die Wachen ihn töten. Den Brief in weniger als 2 Minuten überbringen. Hol eine abgeschlossene Welt. Ihr seid nicht alleine. Benehmt euch. Scheiße, es gibt immer noch Baden in dem Spiel. Voll in die Wachen rein. Wir würden euch nur zu gerne. Wie weit ist denn das entfernt? Nur noch wenige Augenblicke zu leben. Die beiden sind das entfernt. Das kann ich vor alt. Schaffe ich. Die neue Wirtsstätte ist gegenüber des Fieber am Kampfomat. Dachte ich, müsste jetzt ein Pferd rufen dafür. Nein. Oh, wegen sowas ist Zeitverschwendung, Junge. Hey, lass dich nicht. Was ist in ihm gefunden? Das ist wie das Countdown-Lied. Das fand ich irgendwie cool. Sollte es übergeben. Geh mir aus dem Weg. In der Mitte irgendwen? Toll, ich weiß ja nicht, welchen ich den übergeben soll, ne? Ist auch toll. Hier, bring mal einen Brief dahin. Ich weiß zwar nicht, an wen du den bringen sollst, aber ist scheißegal. Ich jetzt wüsste, an wen ich den Brief bringen soll. Erinnert ihr euch? Die Zeit ist abgelaufen, bevor ich den überhaupt gefunden habe. Ziel lokalisiert. Da. Oh. Das ist von Copernicus. Vielen Dank. War das noch rechtzeitig? Ja, gerade so. Das war eine Sekunde, glaube ich, noch. Knapp.